Caroline Walch ist Ordnungscoach. Ja, Caroline, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Ja, du bist eigentlich Grafikerin, hast coole Webseiten gemacht und lauter tolle Sachen und dann mal ganz was anderes. Warum? Webseiten machen ist schon cool, aber nach 20 Jahren ist es dann irgendwann, wiederholen sich die Dinge. Und gerade in den letzten Jahren hat sich die Technik so entwickelt, dass es immer oberflächlicher geworden ist. Und ich habe immer weniger individuell mit den Leuten zu tun gehabt. Und dann habe ich mich immer mehr gefragt, was kann ich für einen Wert beitragen im Leben von mir selber und im Leben von den Leuten. Und darum habe ich was anderes gesucht. Und bist Ordnungscoach geworden? Man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das eigentlich bei mir immer so ist, dass alles seinen Platz hat, dass es aber trotzdem nicht geschleckt ausschaut, sondern gemütlich. Und dass es bei anderen Leuten eigentlich oft nicht so ist und dass ich das eigentlich gut beitragen könnte. Dann hast du das einfach angefangen oder gibt es da noch eine Ausbildung dazu, die man da machen kann? Es gibt im Moment noch keine Qualitätsstandards oder eine Ausbildung dazu. Aber es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Und das ist zum einen, bringe ich die Voraussetzungen durch die Ausbildung in der Medienkommunikation schon mit. Ich habe 20 Jahre lang mit Leuten geschwätzt und habe immer schon Spaß daran gehabt, zum Hören, was denn so zwischen den Zeilen läuft und was sie denn eigentlich wirklich für Ziele haben. Und ich bin dazwischen auch ein paar Jahre lang Yoga-Lehrerin gewesen. Dort, die Sachen bringe ich natürlich auch mit ein, die Achtsamkeit und die Präsenz. Und man muss grundsätzlich Vertrauen erwecken und mit Leuten umgehen können. Und natürlich ein Ordnungsbewusstsein haben. Wie du? Hast du gleich einen Job? Nein, das passt für mich. Das ist ja, völlig okay. Solange es halt Respekt. Das belastet mich nicht. Okay, das ist gut. Du bist ja auch nicht die, wo irgendwo reingeht und dort aufräumt. Nein. Sondern was tust du? Auf mich kommen Leute zu, die irgendwo eine Quelle haben, irgendein Eck oder einen Raum oder einen Kasten oder eine Handtasche, wo sie aufregt, wo sie stresst oder belastet. Also so eine Baustelle? Irgendeine Baustelle, wo du jeden Tag vorbeigehst oder ein Zimmer, wo du jeden Tag nutzt und immer denkst, ah, das sollte ich mal und warum finde ich das wieder nicht? Und dann habe ich das Projekt noch offen. Also das, jedes Mal, wenn man sieht oder daran denkt, dann zieht es eigentlich Energie. Und irgendwie gibt es einfach Situationen, da kommt man selber nicht raus. Und wenn es noch so eine Kleinigkeit ist, und dann komme ich und schaue mir das an. Und manchmal hilft schon das Gespräch oder der Blick von außen. Und manchmal macht man dann einfach einen Teil vom Projekt oder das ganze Projekt miteinander. Wenn jetzt ich ein sehr unordentlicher Mensch bin, was gibst du mir für einen Tipp, wo, wie kann ich anfangen? Meine erste Frage ist, stört dich das, dass du unordentlich bist? Wenn nicht, dann lass ich es. Dann lassen wir es. Okay. Aber schon aufgrund. Schon aufgrund. Wenn das ja, aber wenn es mich stört, wie gehe ich vor? Muss ich als Furtauer oder wie tut man da? Nein, also es gibt schon so ein paar Grundregeln, die man fast auf jeden anwenden kann. Ich sage, wenn du noch nie Ordnung geschaffen hast und es hat durch einige Baustellen, schau, dass du dort anfängst, wo es nicht, also ein kleines Projekt, vielleicht wirklich zuerst mal eine Schublade. Und schau, dass es etwas ist, wo nicht mit Emotionen zusammenhängt. Das heißt vielleicht wirklich einfach eine Chromschublade oder sogar, sag jetzt mal, ein Putzmittelregal oder ein Putzmittelkästchen. Irgendetwas, wo völlig unemotional ist. Und dann das kleine Projekt einfach mal komplett ausräumen. Schau, was habe ich eigentlich schon lange nicht mehr benutzt oder was brauche ich gerne nicht mehr, was ist kaputt. Die Sachen kann man dann wirklich entsorgen, weitergeben, verschenken, was auch immer. Die kaputten natürlich nicht. Und dann schauen, was gehört wirklich an den Platz und wie kann ich es so einräumen, dass es für mich am feinsten zum Benutzen ist. Klingt ganz einfach. Klingt banal. Und oft mal frage auch ich mich, warum machen die Leute das nicht wirklich einfach selber? Aber es kann nicht jeder. Das ist der Knackpunkt. Und wieso? Fehlt die Energie oder hängt man dran? Muss jemand haben, der sieht, komm jetzt, dummer?
Das ist ein Teil davon. Also Motivation ist ein Teil davon, dass man etwas einfach nicht alleinig anfangen will oder kann oder dann auch nicht durchzieht mit der Motivation. Ganz vielen fehlt die Vorstellung davon, wo sie auch nicht möchten. Und das ist dann auch schon ein wichtiger Schritt, dass man zusammenhockt und sagt, wie stellst du dir denn das vor, wenn du Tür aufmachst von dem Raum und reinkommst und wie möchtest du den nutzen, wie fühlt sich das an, wie tät der Raum so gerne riechen? Oder weißt, dass man probiert, mit möglichst allen Sinnen sich das vorzustellen, mal, wenn ich mit dem Finger schnippen könnte und es wäre so, dann wäre es genau so. Und wie ist es, ich denke jetzt mal an Kinder, oder? Da holt man das Kinderzimmer auf und alles ist schön. Und ich sage jetzt übertrieben, nach 2 Stunden schaut es wieder aus wie vorher. Wie schaffe ich es zur Ordnung, wenn ich es einmal kann, auch wieder halten? Ja, jetzt speziell mit Kindern. Den Fehler habe ich früher auch gemacht, mit eigener und mit meinem Neffen, mit so Projekten, die ich früher gemacht habe. Es ist natürlich viel schneller, wenn man das Kind ein Stück verrummt und dann einmal eine Ordnung schafft, dann hat man das Ergebnis viel schneller. Aber gerade mit Kindern oder mit Jugendlichen ist es wichtig, dass die dabei sind, dass die Teil von dem Prozess sind und dass man das möglichst strukturiert auch angeht und auch gemeinsam ein Ziel hat, sodass sie selber auch möglichst Feuer und Flamme für das Projekt sind und wenn es nur ein Kästchen ist, einmal am Anfang. Und dass man schaut, dass das einen Sinn macht für sie, genau wie für die Erwachsenen auch. Das muss für sie einen Sinn machen und dann haben sie auch eine höhere Motivation, um das zu halten. Deine Firma heißt Easy, aber es ist doch nicht easy. Ich finde schon. Ich finde schon. Und ich meine, das ist natürlich ein Wort, das hat mehrere Bedeutungen für mich. Easy hat für mich die Leichtigkeit und in vielen Projekten spüre nicht nur ich, sondern die Leute auch am Ende, wenn wir fertig sind, die Leichtigkeit. Da fällt wie eine Last von der Schulter. Okay. Und da kann man wieder, eine hat man gesehen, das war ein Kellerraum gewesen. Sie geht jetzt ab und zu nur in den Kellerraum und macht mal das Fenster auf und schnufft durch. Sie ist so gern in dem Raum. Sie ist so gern im Keller. Nachdem wir dort Ordnung gemacht haben. Aber das Easy ist an sich eigentlich eine Vorarlberger Wortkombination. Mir geht es ums Ich-Sein. Und zwar auf beiden Seiten. Ich habe etwas gefunden, wo ich speziell kann, wo ich gern tue und mit meinen Erfahrungen und meinem Wissen auch gut mache. Ich kann easy bei dem, was ich mache. Und die Hilfe der anderen Leute, indem sie Platz schaffen, um sich wieder sie selber zu sein. Weil oft bremst einem das so ein, entweder beim Schaffen oder in der Freizeit oder im Alltag, dass man nicht mehr mal selber ist. Und das merkt man oft einmal erst, wenn man es gelöst hat. Unordnung, ich sage immer, Unordnung ist schon ein gutes Gedächtnistraining. Dass man auch sich überlegen muss, wo habe ich was auch nicht tun. Oder eine faule Ausrede. Das kann auch sein. Wer weiß. Oder wie geht der Spruch? Ordnung ist, wenn ich weiß, wo ich erst gerne suchen muss. Das stimmt ja. Auch. Ja, gibt es Leute, denen du begegnet bist, wo du siehst, die sind Katastrophe mit denen Lammers? Bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich habe befürchtet, dass vielleicht Messis zu mir kommen und dann müsste ich sagen, na, das ist ein tieferes, das ist ein psychologisches Problem, da braucht man andere Hilfe zuerst. Und ich möchte überhaupt nie irgendein System über jemanden drüber stülpen. Also ich sage immer, dass ich den Leuten helfen kann und sie dort abhole, wo sie sind. Und von dem her ist mir noch nie jemand begegnet. Eigentlich komme ich oft in Räume rein und denke mir, was ist denn das Problem? Und dann kommt man dann im Untergrund erst drauf, es ist vielleicht das Zeitmanagement oder man ist noch nie auf die Idee gekommen, dass man andere Familienmitglieder mit einbeziehen kann. Das merkt man bei Frauen sehr oft, berufstätige Frauen, dass sie sich einen Stress machen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen trotzdem alles perfekt machen und alles allein. Also es sind keine totale Chaoten, die zu mir kommen. Es sind einfach Leute, die irgendwo einen Punkt haben, wo sie belastet. Ja. Vielleicht noch ein Tipp, wenn jemand motiviert ist und sagt, so, jetzt starte ich zum Beispiel Kleiderschrank. Wir rumieren einen Kleiderschrank richtig. Ein Tipp zum Starten, so dass man nachher da motiviert ist zum Weitermachen, ist immer, dass man sich eine Insel schafft. Dass man irgendeinen Platz schafft, wo man sich das genau so macht, wie man sich das im Idealbild vorstellt. Und dann jeden Tag die positive Motivation hat. Und dann ist man meistens inspiriert, um dort irgendwo etwas Ähnliches weitermachen. Also dass meine T-Shirts mal alle schön. Wenn du einen riesen Kleiderkasten hast, dann täte ich mal mit einer Schublade anfangen.
einfache Schublade oder einfaches Büchsle oder irgendwas, Zocken oder die Unterwäsche. Und dort wirklich mal alles auf den Haufen, ist immer fein. Also beim Häs ist es sehr heilsam, wenn man sieht, wie viel hat man eigentlich was wirklich. Was habe ich überhaupt noch? Und Marie Kondo, wenn dir ein Begriff ist, die geht wirklich krass vor und sieht das ganze Häs, wo du hast, und zwar überall verteilt. Auch im Keller, im Dachboden, im Auto, wo du irgendwo was findest, all die Häs auf einen Haufen. Das ist natürlich krass, weil da schlagt es die meistens fast. Aber meistens ist es dann überwältigend für Otto-Normalverbraucher, um das dann wirklich in einem Tag wieder verschaffen. Darum wirklich, wenn du siehst T-Shirts, wenn das überschaubar ist, hau dir mal alle auf den Haufen und dann nimm jedes einzelne in die Hand und überleg, da passt es mir noch überhaupt. Weil dort macht man sich manchmal einen Druck. Da hungere ich mich schon auch immer. Ja, genau. Und jetzt mal, wenn du in die Hand kriegst oder siehst, denkst du, Ja. Nein, nicht. Wenn du den Kasten aufmachst, das ist dein Kasten, dann muss alles für dich dir eine Freude machen. Es muss dir passen und es muss zu dir passen. Und Sachen, die dem nicht entsprechen, die kann man weitergehen. Die kann man loslassen. Die haben ja noch ein Leben. Genau. Danach. Genau. Genau. Vielen, vielen Dank. Sehr spannend. Spannend ist es übrigens auch im Lampenfieber, nicht nur Backstage, sondern auch auf der Bühne. Ich darf dir das Programm mitgeben. Es ist zwar das Frühjahrsprogramm fast schon vorbei, aber es gibt auch ein Herbstprogramm. Ich darf dich herzlich einladen zu Martins Viertele. Martin Weinzerl ladet Kabarettisten von nah und fern. Und da gibt es einen lustigen Abend. Und ich darf dich herzlich einladen in seinem Namen für zwei Personen, die das zum Anschauen. Vielen Dank. Dankeschön.